Meine Damen und meine Herren, mein Name ist Niklas. Ihr kennt mich auch als AI Honor und dies ist ein Strategy Guide zur Basic Build Order, nämlich der Fast Forge Expansion von Protoss gegen Zerg. Die FFE ist mittlerweile in Heart of the Swarm ein wenig aus der Mode gekommen, sie ist aber noch immer anwendbar und hat seine Vorzüge gegenüber der Gateway Expansion. Die Gateway Expansion wurde in Wings of Liberty, also bevor im Add-on, nicht so oft gespielt, da der Mothership Core noch nicht da war und man eben keinen frühen Photon Overcharge hatte, um früher All-Insta-Stacks abzuwehren. Mittlerweile hat man eben den Mothership Core und deswegen ist die Gateway Expansion schon zum Standard geworden. Man sieht sie öfters als die FFE. FFE sieht man trotzdem noch, vor allen Dingen auf großen Maps, da man dort eher auf Makrobild geht und zum Thema Makro, man hat eben mit der FFE schneller mehr Probes gegenüber der Gateway Expansion und zweiter Vorteil ist eben, dass man auch eine schnelle Forge hat und damit ein schnelleres oder die Option hat, ein schnelleres 1er Attack Upgrade zu erforschen und damit eben schneller die Möglichkeit hat, mit seinen Zealots Zerglinge zu two-hitten, anstatt daher zu benötigen. Man hat mit der Forge Fast Expansion die Möglichkeit, alle All-Ins des Zergs abzuwehren. Man muss aber eigentlich dafür scouten. Ansonsten hat man zum Beispiel ein Problem gegen einen Six-Pool. Man hat ein Problem gegen einen Roach-Bust, wenn man nicht sich sowieso mit zwei Cannons absichert, anstatt mit einer. Und ja, es gibt da einige Timings, die man eben verstehen muss. Es ist immer von Map zu Map abhängig und es ist viel Erfahrung im Spiel. Zum Beispiel baue ich zuerst die Forge oder baue ich erst den Nexus. In diesem Strategy Guide werden wir zuerst das Idealszenario in einer Trockenübung durchgehen. Dabei werde ich dann auch erklären, wann man eben den Nexus zuerst bauen sollte und wann man die Forge vorziehen sollte. Und danach gehen wir dann noch einige Szenarien durch, was die Reaktion sind, wenn der Zerg cheest. Das heißt, wenn er nicht standardmäßig auf drei Hatcheries gehen möchte, sondern eben einen frühen Pool spielt, versucht einen frühen Bust zu spielen oder eben wenn er versucht, deine Natural mit einer Hatchery zu blocken. Zuerst nun also einmal die FFE in der Trockenübung. Map ist Belgia Vestige und ich habe hier eine Lobby eröffnet mit einem KI-Gegner, Zerg, der hier mal auf Economic Focus eingestellt ist, damit er eine Hatchery baut und ja, ich euch einmal durch die Entscheidungen führen kann, die bei der FFE zu treffen sind. Erste Entscheidung ist immer, baue ich zuerst den Nexus oder baue ich jetzt zuerst die Forge? Man kann natürlich sehr gierig sein und einfach davon ausgehen, dass der Zerg einen 14er Pool oder die Hatchery first spielt. Dann kann man in jedem Fall Nexus first spielen. Man kann es eben blind machen, wenn man gierig ist. Dann läuft man aber Gefahr, gegen einen frühen Pool, einen 6 bis 11 Pool, direkt zu sterben. Das wollen wir nicht. Im Idealszenario gehen wir hier scouten, nachdem wir den Pylon unten an die Natural gesetzt haben, um zu sehen, ob dann früher Pool kommt. Ja, so sollte man es machen, wenn man sicher spielen möchte. Ja, Choke, hier die Engstelle an der Natural, ist von Map zu Map unterschiedlich. Auf Belgia Vestige braucht man zum Beispiel vier große Gebäude, um da komplett dicht zu machen. Oder eben drei Gebäude und zwei Pylons. So. Und wenn man mit dem Zerg nichts Verdächtiges scoutet, also keinen frühen Pool, sondern einen 14er Pool oder er vorhat auf Hatchery First zu gehen, dann kann man sein Nexus bei 17 Supply bauen, ohne, da kommt ein normaler Pool, okay, das ist ein bisschen früher, aber man könnte ihn auch hier beim 12er Pool oder 13er Pool, was das war, könnte man auch noch ein Nexus First spielen. Solange es kein Elver ist, ist man da safe und wir spielen den 17er Nexus. Heißt, sobald die 17. Probe im Bau ist, jetzt ist sie hier in der Warteschlange, kann man mit einer Probe nach unten fahren.
und bei 400 Mineralien den Nexus bauen. Das ist die Ideal-Build-Order. Anschließend direkt danach Forge, Pylon, Gateway, Probe und Cannon. Ja, und dann muss man eben erstmal gucken, was der Zerg macht, ob man noch zuwollen muss oder nicht. Hier braucht man die Wall auf welche ist die so zu, da braucht man direkt den Pylon. Unten, so, 18. Probe, bevor wir das Gateway setzen. Und dann ist hier ein Spot für die Cannon. Und ich scoute hier nach den ersten Lingen. Wir haben gesehen, da kommt ein bisschen früherer Pool. Ich versuche mir jetzt Zeit zu kaufen. Ich würde jetzt rüberrennen, dann müsste ich hier höchstwahrscheinlich einmal kurz mit einem Pfeil zumachen, den ich dann wieder unterbrechen würde. Aber da er wieder umdreht, ist das egal. Und ich kann direkt weiter meine Eco-Prono boosten. Und ja, jetzt können die Linge meine Base nicht mehr erreichen, bevor die Cannon ist. Deswegen gehe ich an die dritte und nehme hier gleichzeitig Double Gas. Und muss jetzt, sobald mein Gateway unten fertig ist, den Cybernetic Score stellen. Ich will natürlich da unten patrouillieren. Ja, hab dann hier direkt eine Probe, um den Cybernetic Score zu stellen. Und das ist dann eigentlich auch schon das Basic Opening. Double Gas. Und jetzt kommt es eben auf ein Bild an, dem man spielen möchte. Möchte ich ein Tech-Bild spielen? Möchte ich ein schnelles Warp-Gate spielen? Möchte ich eine schnelle dritte Base nehmen? Was möchte ich machen? In diesem Fall zeige ich euch einmal eine Variante hier mit einem Zealot, um hier erstmal die Lücke zuzumachen. Mit einem Stargate. Also ein Gate Tech. Könnte auch eine Robo spielen oder eben, ich nehme ja auch das 1 Attack Upgrade mit bei diesem Bild. Eine Robo spielen. Twilight Council. Je nach Bedarf eben. Cybernetic Score ist fertig. Und dann, sobald ich die 150 Gas habe, setze ich das Stargate, mit dem ich Phoenixes bauen werde. Und dann werde ich ein 3-Gate Phoenix Opening hier vorführen einmal. Aus dem man dann entweder ein All-In bauen kann, indem man anschließend weitere Gates addet, oder eine dritte Base nimmt. Ja, das ist dann euch überlassen. Es geht hier ja eigentlich sowieso nur um den Basic Opener, also die Zeit bis der Cybernetic Score da ist. Seht ihr, dass keine dritte ist. Im echten Spiel müsste ich jetzt schon von einem All-In ausgehen, also von einem Two-Base-Push. Ich müsste mich hier mit weiteren Cannons absichern gegen Roach-Bust und das Ding hier zumachen. Ich nehme Gas 3 und 4. Und kann mit diesem Bild mein Stargate supporten. Und sobald die Gateways fertig sind, kann ich damit auch jeweils 3 Bersen reinwarpen und weiter Probes bauen. Ja, und dann mich eben entscheiden, tacke ich weiter, spiele ich ein All-In, gehe ich direkt auf die dritte, was mache ich? Und wo ist der Phoenix? Ja, ist immer die Frage. Scoutet er das Stargate dann direkt mit dem ersten Phoenix los, sonst 2 bis 3 abwarten, um eben hier maximalen Überraschungseffekt zu erzielen bei dem Gegner auf der anderen Seite. Ja, okay, ist gleich durch. Probe ist nach draußen, also schön den Proxy-Pylon stellen, um gleich aktiv zu werden, sobald das Warp-Gate fertig ist. Und ich werde jetzt in diesem Moment Gas und Minerals, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich entscheide mich in diesem Fall für den Twilight Council. Ich möchte hier einen Two-Base All-In als Follow-Up spielen. So. Und mein Mothership Core so langsam hier rausholen. Und dann könnte ich an seiner dritten Druck machen. Das ist kein All-In in diesem Fall. Möchte ich hier einfach nur, würde ich nur seine dritte versuchen, ein bisschen zu unter Druck zu setzen. Und gleichzeitig hinten weitere Gateways adden. Mal 3, dann habe ich 6. Das sind hier viele Units. Da kann ich noch ein bisschen rumherrissen. Ich brauche nochmal einen Phoenix dazu. Und ja, sobald das Twilight Council fertig ist, nämlich Blink und das +2 Attack Upgrade. Und spiele hier in dieser Variante
nach dem Harassment Opening in Two Guys All In mit Blink Stalker als Follow-up, den man eben mit 8 Gauge spielen kann. Und bin dabei vorne am Scouten, guck, was er für Units baut, versuche mitzunehmen, was geht. Und fange dann an, allmählich Stalker reinzuwarpen. Hab aufgehört, Probes zu bauen. 20 auf beiden Eco-Lines. Ist ein guter Count für Two-Base All-In. Man kann auch bei 16 aufhören. Aber ja, so die paar extra Probes, die boosten dann doch noch ein bisschen das Mineral-Income. Und dann versuche ich einfach nur, hier meine Upgrades fertig zu bekommen. Nicht Supply blocken zu lassen. Und eben Stalker reinzuwarmen. Stalker, Stalker, Stalker. Um dann mit plus 2 Attack und Blink zu treffen. Ein mögliches Szenario, dass man hier nach diesem Phoenix Opening, nach der Forge Expo testen kann. Bei der Forge Expansion ist es nicht möglich, einen Six-Pull zu halten, ohne ihn blind zu kontern oder eben ohne zu scouten. Deswegen mache ich das auch nach wie vor, dass ich nach dem Pylon scoute bei der Forge Expansion, um so schnell wie möglich herauszufinden, ob der Gegner mit einem Six-Pull kommt, ob er Hatchery First spielt oder was er vorhat. Denn ja, im Gegensatz zu Gateway Expo kann man den Six-Pull dann nicht mehr wirklich aufhalten. Es sei denn, man hat super gutes Probe Micro, aber das hilft in der Regel auch nicht mehr, um ja im Spiel zu bleiben, auch wenn man in die ersten Sechslinge überlebt. Und genauso wie bei allen anderen Cheeses ist die erste Regel Ruhe bewahren, wenn die Sechslinge da sind oder wenn man eben den Pool vorne scoutet, das ist das Wichtige. Ja, und die Reaktion ist eben, dass man sofort die Forge baut, sofort, instant, wenn man den Pool scoutet, nicht auf Nexus First hofft oder die Forge erst bei 7. Supply baut, sondern so schnell wie möglich. In der Regel ist es auf einer 2-Spieler-Map bei 14 Supply. Und dann kommt es drauf an, es kommt auf die Map drauf an. Das ist viel Erfahrung entscheidend. Kann man vorne zuwallen mit 3 Gebäuden oder nicht? Oder können die ersten Zerklinge in die Main Base kommen? Ja, auf Beige hier zum Beispiel kann man einen Six-Pool nicht halten, indem man unten baut. Die Linge können sich, bevor die Cannon fertig ist, durch eins der großen Gebäude durcharbeiten und kommen in die Main und man hat keine Defense. Ja, richtige Entscheidung ist es in dem Fall, wenn man unten gebaut hat, die Forge trotzdem unten zu bauen, denn man hat ja nur den Pylon unten, und gleichzeitig ein Pylon hinter die Mineral zu setzen. Und dann so schnell wie möglich eine Cannon in die Minerals, in die Mineral Line reinzusetzen. Und so lange wie möglich kein Fight mit den Probes anzunehmen. Die möglicherweise, also wenn die Länge da sind, auf einen Mineral Patch zu schicken, ganz oft hintereinander, damit sie geklumpt sind und die Zäglinge nicht an mehrere Probes gleichzeitig rankommen. Und sobald die Zäglinge die Cannon angreifen, einmal von dem Mineral Block ablassen und die Zerklinge attackieren, Micron so gut wie es geht, auch mal Hold Position einbauen, damit die Linge weiter auf die Cannon bauen, hauen, wenn sie fertig ist, und man möglichst wenig Probes verliert. Und im Endeffekt kann man dann einen Six-Pool sehr gut verteidigen, ist dann in der Eco vorne, wenn er seine Drones mitgepult hat, dann hat man das Spiel lose gleich gewonnen. Und man kann, wenn man den Push überstanden hat, seine Base erstmal in seiner Main wieder ausbauen, mit das Gateway hinter die Minerals setzen, Gas nehmen und dann von da aus nochmal neu starten. Und ja, wenn man es gut gemacht hat, hat man eine bessere Eco als der Zerg. Eine Möglichkeit, die man bei der Fast Forge Expansion hat, die man bei der Gateway Expansion nicht hat, ist die Möglichkeit, die Hatchery First vom Zerg-Gegner zu bestrafen. Ja, und das macht man eben mit dem guten alten Cannon Rush. Denn wenn man gerade auf 2-Spieler-Maps,
wenn man sich die Option frei halten will, dann baut man die Forge bei 15, beziehungsweise bei 13 bis 15 Supply. Kann sich auch noch bei 17 adden, aber wenn man von vornherein mit der Option spielt, keine rushen zu wollen, baut man sie am besten bei 13, geht dann scouten, guckt, ob dann Hatchery First gebaut wurde und Cannon Rushed die Natural vom Zerg. Das ist, wie alles andere, Übungssache. Das ist nicht einfach, gerade wenn der Zerg auf einem hohen Niveau spielt, denn Zergs, die bereiten sich auch darauf vor, wenn sie Hatchery First spielen, dass er gecannonrushed werden kann und haben eben Notfallplan. Andererseits gibt es Cannonrusher, also Rotor-Spieler, die können selbst, wenn der Zerg sich perfekt darauf vorbereitet, die kennen jede Map, jede Location, wo sie ihre Pylons platzieren, die können dann trotzdem noch ihren Cannonrush durchziehen. Das sieht man ja auch immer wieder in WCS-Games, dass da Protoss anfängt zu Cannonrushen, obwohl der Zerg schon zwei Drohnen unten hat und die da patrouillieren lässt. Ich persönlich bin nicht so der super Cannonrusher, aber man hat eben mit der Forge Expansion diese Option und man kann auch immer wieder damit Spiele gewinnen. Wenn der Zerg es schafft, dir eine Hatchery an die Natural zu setzen, bevor du dein Nexus setzen konntest, hast du mit der Forge Expansion ein ziemlich großes Problem und in der Regel, gerade wenn du Nexus First eigentlich spielen wolltest und noch nicht mal eine Forge draußen hast, die bei 13 oder 14 Supply gebaut hast oder eben 15, dann ist das Spiel eigentlich schon fast gegessen. Man kann natürlich zurückkommen, man kann einen Counter-Cheese versuchen, man kann einen Cannon Rush vorne spielen oder dem Zerg irgendwie 4 Gateways neben seine Base setzen und daraus 4 Zealots gleichzeitig pumpen. Aber wenn du nicht gescoutet hast, dass da eine frühe Drohne kommt und das eben verhindert hast, dass die erste Drohne, die drüben ist, eine Hatchery an deine Natural setzt, dann ist es ziemlich schwer. Wenn du schon eine Forge hast, dann ist natürlich die Möglichkeit, dass du direkt einen Cannon an die Natural setzt, einen Gateway setzt, und dann geht es ans Improvisieren. Möglichkeiten sind dann neben den Cheese eben auch einfach die Hatchery wegzuprügeln. Problem ist, dass der Zerg dann solche Sachen versuchen könnte, wie schnell eine Queen raus, eine Queen aus der Hatchery zu bauen, um einen Creep-Turmo zu setzen, so dass der Creep da bleibt, obwohl du die Hatchery weggeprügelt hast. Das ist mit einer Gateway-Expansion ein bisschen einfacher zu verhindern, da du zwei Ranged-Units mit einem Stalker und einem Mothership-Core hast. Bei der Forge-Expansion hast du eben den Techno nicht, du hast noch keinen Cybernetics-Core und hast nur einen Zealot, der mit auf die Hatchery hauen kann. Ja, es ist dann nicht einfach, wenn die Hatchery da ist. Ich will nicht sagen unmöglich, aber in der Regel hast du da klar schon einen Nachteil. Wie kann man es verhindern? Man kann es natürlich verhindern, indem man nicht blind Nexus First spielt und zumindest die Forge vom Nexus baut, damit man eine Chance hat. Oder indem du scoutest. Vorne guckst, ob eine Drohne sich löst von der Mineral Line vom Zerg, also ob die einer entgegenkommt, dann direkt runter mit einer Probe patrouillieren an deiner Natural, sodass da keine Hatchery gebaut werden kann, und sobald die Drohne da ist, die Drohne angreifen und eine zweite Probe parat haben, die Drohne mit attackiert, so lange, bis du eben den Nexus setzen kannst, denn wenn der Nexus verhindert wird, das ist dann doof. Also auf Nummer sicher gehen, heißt da die Devise. Man kann natürlich auch direkt die Forge dann bauen bei 15 und bis 17 Supply und dann die Probe unten patrouillieren lassen, auch wenn du nicht gescoutet hast, ist das die sichere Variante. Wenn du gierig bist, dann scoutest du nicht, gehst hoch auf 17 Supply, baust den Nexus und dann hast du den Salat. Dann steht da die Hatchery und dann kann man in der Regel eigentlich auch direkt rausgehen. So sieht's aus. Ja, die Fast Forge Expansion gegen Zerg, nicht mehr so beliebt wie in Wings of Liberty.
Vorteil gegenüber der Gateway Expansion nach wie vor, du hast schneller mehr Probes, ist also Economy, auf die Economy gesehen der bessere Build, aber du kannst eben auch leichter ausgenutzt werden, indem der Zerg einfach hochdrohend, komplett ignoriert, was du da machst, bis zu einem bestimmten Timing. Die Timings hat das Oso im Kopf, wann du frühestens angreifen kannst. Dein Tech ist später. Und ja, es ist deutlich einfacher für den Zerg ins Makro-Game zu kommen, drei Bases zu saturieren und dann seinen eigenen Push durchzuziehen. Force Fast Expansion ist eher ein defensives Opening. Das war's mit dem Strategy Guide zur Fast Forge Expansion gegen Zerg. Die Replays, die hier gezeigt wurden, die Games, die hier gezeigt wurden, habe ich wie in allen anderen Strategy Guides als Replay unter dem VOD angeheftet. Könnt ihr euch nochmal runterladen, euch auch die Follow-Ups angucken, die ich da ausprobiert habe, um da den einen oder anderen Schritt mitzunehmen, den einen oder anderen Tipp, die eine oder andere Möglichkeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Strategy Guide.